Magandang umaga! So Leute, jetzt ist mittlerweile schon mittags. Ich schneide gerade Videos, wie immer. Ich schneide gerade schon den ganzen Morgen. Ich habe heute Morgen bereits Pakete abgeholt, die ich übers Wochenende oder am Freitag nicht entgegennehmen konnte. Und freue mich schon voll. Meine letzte Verlosungssache ist bereits angekommen. Ich habe so viel zu verlosen jetzt und ich freue mich voll, weil ich möchte halt so viele Gewinner wie möglich und ich möchte deswegen auch so viele coole Sachen verlosen wie möglich. Und ja, ich freue mich schon voll, es euch mitzuteilen und so, aber ich hoffe, ich schaffe das alles rechtzeitig, weil ich habe jetzt mittlerweile schon halt über 400.000 Abonnenten, aber ist ja egal. Ich mache die Verlosung ja trotzdem und heute wollte ich auch noch ein Video drehen, auch in Verbindung zu der Verlosung, aber mal schauen, ob ich das alles schaffe. Auf jeden Fall kommt Lami jetzt gleich, weil wir verbringen heute einfach so den Tag zusammen. Wir drehen und schneiden Videos zusammen, weil man braucht ja meistens immer ein bisschen Hilfe, ne? Das Wetter ist zwar heute nicht so gut, aber wenigstens regnet es nicht, also man könnte trotzdem was drehen. Und ja, ich glaube, sie ist gerade losgefahren, oder? Ja. Und sollte jetzt dann bald auch ankommen. Dann gehen wir kurze Kleinigkeit essen, weil ich habe bisher noch nicht gefrühstückt. Es ist schon 14 Uhr und ich habe noch nichts gefrühstückt. Ich hatte halt einfach nichts zu Hause. Ich habe jetzt, ich esse jetzt das hier gleich, die Filipinos, die ich gestern geschenkt bekommen habe von Sarah und Laura. Danke, danke, danke. Also ihr habt mir echt den Morgen gerettet, weil sonst wäre ich echt verhungert. Und trinke einfach dazu etwas Sojamilch. Und ja, ich warte jetzt mal auf Lamia und dann geht's weiter. So, wir sind jetzt hier gerade essen mit Dean und David. Und ich habe mir einen kleinen Salat geholt, eine Suppe. Und zwar ist es eine Thai-Zitronengrassuppe mit Brot. Und Lami hat sich jetzt gerade noch einen Strohhalm geholt. Lami ist hier. Und sie hat sich auch eine Suppe geholt. Suppe und ein Juice. Ein Botox. Das ist der Apple Detox? Oder was? Apfelmäßig, ich glaube. Ja, der Detox-Tee. Tee. Und danach gehen wir einkaufen. So, wir sind jetzt gerade einkaufen. Ich brauche immer nur so Kleinigkeiten, weil ich habe nichts mehr zu Hause. Ich mache irgendwie immer den Fehler, keine Liste zu schreiben. Deswegen weiß ich nicht wirklich, was ich nehmen soll. Mir geht's auch nur so. Aber irgendwie, wenn ich zu Hause bin und dann eine Liste schreiben will, ich gehe immer fällt mir auch nichts auf meinen Kühlschrank durch. Was fehlt mir? Ich gehe jede Stufe so durch. Von Gemüse fast bis hin hoch. Wasabi-Flavor. Beginning is too much. Paprika. Herr Marvic, zum Getränk mal, bitte. Wie viel kostet das? Und sweet. 20, 20. Oh. 10. Bin gespannt, aber schmecken die richtig schlecht. Ewe, und wir nehmen unser Federpapier. So Leute, wir kommen jetzt gerade vom Einkaufen und wir sind schon fleißig am Videos schneiden. Wir haben mal was Neues ausprobiert und zwar haben wir, also ihr wisst ja, ich bin ein großer Popcorn-Fan. Und dann gab es da so einen Stand mit verschiedenen Popcorn-Sorten. Dann haben wir jetzt einmal Paprika gepoppt. Gepoppt, genau. Und salzig. Und salzig. Und ich muss sagen, also Paprika ist echt richtig lecker. Also ist es so würzig. Okay. Dann kommt so ein salziger Nachgeschmack. Und der Geschmack kommt erst so ganz zum Schluss raus. Voll lecker. Ich zeig euch mal, wie es heißt. Nein, ich habe ehrlich gesagt den Namen vergessen. Das ist vom Pops. Und das haben wir auch noch in Sweet Flavor und Paprika halt. Und Vlogging, kidding. Vlogging in the vlog. Und das ist ja voll geil, wenn die noch so Barbecue oder Käsesorten machen. Das ist echt geil. Käse wäre geil. Ja. Und Barbecue wäre bestimmt auch richtig geil. Gibt's bestimmt, müssen wir nur suchen. Alter, wir nehmen schon mal die dunklen, gell, die
So Leute, wir sind gerade jetzt immer noch am Schneiden und so. Ich habe gerade eure Kommentare beantwortet, weil ja jetzt im Moment ist in Paris der erste Paris-Vlog online gekommen. Also diese Vlogs kommen ja ein bisschen später. Und haben voll viele geschrieben oder haben sich ja voll viele aufgeregt, weil er ja auf dem Thumbnail zu sehen ist. Und dann haben sie sich voll viele aufgeregt, dass ich ihn zensiert habe im Video. Weil, irgendwo kann ich es klar irgendwo verstehen, aber ich muss ihn halt auch verstehen in der Situation, weil er wollte das eigentlich die ganze Zeit nicht oder Dings. Und mir macht es auch keinen Spaß, jedes Mal ihn zu zensieren und so, aber muss man halt akzeptieren. Und er hat jetzt aber gesagt, dass es für ihn okay ist, wenn man ihn mal sieht und so. Also er findet es nicht schlimm. Aber so mehr will er jetzt auch nicht so da integriert werden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Er ist halt nicht so der Typ, der so vor der Kamera ist. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht jeder der Typ dafür. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, da können mich bestimmt einige dafür, also da verstehen. Oder allgemein, ja. Wir hören gerade Skrillex. Und Lamia macht sich jetzt gerade einen Salat. Auf jeden Fall das. Und ich bin gerade auch im Bearbeiten eines neuen Videos. Das ist wahrscheinlich, also das ist, wird schon online sein, wenn ihr diesen Vlog seht. Also das ist das Flight Essentials Video. Und ihr könnt, also falls ihr es nicht gesehen habt, dann könnt ihr es gerne anschauen. Guckt einfach auf meinem Hauptkanal vorbei, da findet ihr es. Ich bin gerade eigentlich echt am Bearbeiten von so, so vielen Videos, aber das Drehen und so ist eigentlich gar kein Problem, aber der Schnitt ist einfach so aufwendig, beziehungsweise das dauert halt einfach am längsten. Und deswegen kommt bei mir zurzeit auf dem Hauptkanal seltener Videos, beziehungsweise einmal die Woche. Eigentlich versuche ich es immer zweimal die Woche, aber klappt halt nicht so zurzeit. Voll viele haben mich gefragt, ob ich gerade eigentlich vermisse. Ja, schon. Es wäre jetzt blöd, wenn ich Nein sage. Doch, vermisse ich schon. Aber sie genießt halt jetzt ihre Zeit zusammen mit Leo. Vor allem, Kat und ich haben auch nicht so regelmäßigen Kontakt, irgendwie ist mir aufgefallen. Wir schreiben voll selten. Aber ich sehe halt täglich ihre Vlogs, deswegen habe ich so das Gefühl, dass wir trotzdem in Kontakt sind. Weil ich weiß ja, was sie jeden Tag macht. Von daher brauche ich sie auch nichts fragen. Wisst ihr, was ich meine? So, ich brauche nicht fragen, was machst du heute, weil ich sehe eh ihre Vlogs. Von daher, ja. So, ich liege bereits im Bett. Und genau, ihr habt es richtig erraten. Ich bin immer noch am Videoschneiden bzw. bearbeiten. Und Nala! Bin mal gespannt, wie lange das noch Nala geht. Du gehst mit mir zusammen schlafen. Wenn ich heute überhaupt noch zum Schlafen komme. Oh Gott, das will er. Ich stecke immer so viel. Ich bin so müde, Leute. Aber ich stecke immer so viel Arbeit in Schnitt rein. Ich bin einfach so, ist mir einfach wichtig und so. Lamia ist schon vor ein paar Stunden gegangen. Paddy war auch noch kurz da, aber wirklich ganz kurz. Und jetzt. Und morgen wollte ich auf jeden Fall Fanpost beantworten. Weil ich habe ja hier etwas Fanpost erhalten und komme irgendwie nie dazu, wirklich Fanpost zu beantworten. Na, Lamila, nicht unter die Decke. Ich komme irgendwie nie wirklich darauf, Fanpost zu beantworten. Deswegen kann es mal sein, dass ich erst ein halbes Jahr später, ein paar Monate später erst antworte. Ja, auf jeden Fall, also falls ihr es nicht gewusst habt, unten in der Infobox findet ihr unsere Postfachadresse. Falls ihr uns irgendwas schicken wollt oder uns schon immer irgendwas schreiben wollt oder schicken wollt allgemein. Also ihr könnt uns gerne Süßigkeiten schicken, da freuen wir uns immer, so wie heute. Und natürlich freue ich mich immer auch über die Briefe. Also ich schreibe wirklich so, so süße Sachen. Also ich finde es so krass manchmal. Wozu habe ich das verdient, so geliebt zu werden? Spaß, nee, aber ich finde es halt echt voll süß. Und wirklich danke an alle, die sich so
Mühe geben und deswegen tut es mir auch ein bisschen leid, dass ich nicht alle beantworten kann. Es ist, geht halt einfach nicht, weil es einfach echt zu viel ist. Aber trotzdem sage ich jetzt Danke an euch und ich freue mich wirklich über jeden Brief und ich habe euch lieb und würde sagen Tschüss und gute Nacht.